Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor Ihnen liegen 86 Seiten des ersten Entwurfs für das Wahlprogramm der Linken. Wir haben diesem Entwurf den Titel gegeben 100% sozial. Der Titel fasst die Stoßrichtung des Entwurfs zusammen. Soziale Gerechtigkeit ist das Programm der Linken. Viele Menschen teilen mit uns das Unbehagen in einer Gesellschaft, in der sich riesige Reichtümer in den Händen weniger häufen, während viele keinen gerechten Lohn erhalten. Viele sind nicht damit einverstanden, dass sie doch gar nicht gut durch die Krise gekommen sind, aber die Kosten dieser Krise bezahlen müssen. Und viele Menschen wollen mit uns eine Gesellschaft, in der die Menschen mehr zählen als die Banken. Unser Programmentwurf umreißt die Eckpunkte einer sozialen Alternative zum finanzgetriebenen Kapitalismus, der nach dem Prinzip herrscht, alle gegen alle. Die Kernpunkte sind, wir kämpfen entschlossen gegen Armut und Kinderarmut. Wir wollen mit Biss Reichtum umverteilen. Wir sind für gute Löhne und gute Renten. Wir geben den Interessen der Menschen im Osten eine Stimme. Wir sind unbestechlich gegen Krieg und Waffenexporte. Und wir haben eine Vision für den sozialökologischen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sagen aber auch, der Einstieg in eine gerechte Gesellschaft und gerechte Politik ist sofort machbar. Wir definieren in unserem Programmentwurf die politischen Kerninhalte, für die wir in den kommenden 4 Jahren streiten werden. Für diese Einstiege möchte ich Ihnen nur 3 Beispiele nennen. Erstens, wir wollen mehr Lohngerechtigkeit herstellen. Dazu gehört ein flächendeckender Mindestlohn von 10 Euro die Stunde. Dazu gehört die gesetzliche Gleichstellung von Leiharbeitern inklusive einer Flexibilitätszulage. Und dazu gehört die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge. Es muss wieder normal werden, dass Arbeitnehmer unter Tarifverträge fallen. Zweitens, wir wollen den Kampf gegen die drohende Altersarmut führen. Dafür wollen wir die Fixierung der Rente bei 53%, also Lebensstandardsicherung. Wir wollen die Rückabwicklung der Rente erst ab 67. Und wir wollen eine armutsfeste Mindestrente von 1050 Euro. Außerdem wollen wir die Ostrentenanpassung bis spätestens 2017 erreichen. Drittens, wir wollen die Zweiklassenmedizin im Gesundheitswesen abschaffen. Erstens durch die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen den gleichen Beitrag bezahlen. Wir wollen die Abschaffung aller Zusatzbeiträge, Zuzahlungen und Rationierungen sowie eine Abwicklung der privaten Krankenversicherung durch die Einführung einer Bürgerversicherung, die nach dem Prinzip funktioniert. Alle zahlen ein, alle sind versichert. Wir rechnen mit einer harten Auseinandersetzung im Wahlkampf. Ich prophezeie einen simulierten Lagerwahlkampf, der aber in Wirklichkeit kein Lagerwahlkampf ist. Wenn wir einen genauen Blick riskieren, sind die politischen Unterschiede zwischen Merkel und Steinbrück eher marginal. Wir setzen aber klare Unterschiede zwischen dem Weiter-so der Merkel- und Rössler-Regierung und aber auch klare Unterschiede zur Politik der Oppositionsparteien, die weder einen flächendeckenden Mindestlohn in einer Höhe einführen wollen, der Armutsfestigkeit garantiert und die noch couragiert und mutig Reichtum umverteilen wollen und somit offen lassen, wie sie ihre vielen Versprechungen denn finanzieren wollen. Dagegen setzen wir die Neudefinierung eines ganz alten Begriffes, nämlich der Solidarität. Wir wollen eine neue Solidarität in der Gesellschaft mobilisieren. Was heißt das? Wir wollen mehr als nur eine privilegierte Solidarität der Mittelschichten herstellen. Neue Solidarität heißt, den Blick für die sozialen Problemlagen unten und
den nötigen Biss nach oben gegen Konzerne und Superreiche zu haben. Neue Solidarität heißt auch klar Partei ergreifen für die da unten. Wer Armut bekämpfen will, kommt nicht daran vorbei, an das Geld der Reichen zu gehen. Wer eine Energiewende mit Sozialsiegel will, kommt nicht daran vorbei, sich mit den großen Energie- und Ölkonzernen anzulegen. Das, was wir neue Solidarität nennen, ist nicht einfach ein Weg oder ein fernes Projekt. Es ist der Kompass und die Methode für unsere Politikangebote. Ja, heute ist der Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Das ist also ein guter Tag, um den Entwurf des Wahlprogramms vorzustellen, denn soziale Gerechtigkeit, das ist das Programm der Linken. Wir gehen mit einem unverwechselbaren Profil in den Wahlkampf und können sagen, dass wir die Politik verändert haben, weil wir das Thema soziale Gerechtigkeit auch wieder auf die Agenda von anderen Parteien gesetzt haben. Jetzt wollen wir Motor für wirkliche Veränderungen werden. Und ich möchte das an drei Beispielen erläutern. Zum einen erleben wir immer wieder, wie die Drohkulisse Hartz IV, Armut und Sanktionen auch dazu führt, dass Beschäftigte schlechte Löhne und ungesunde Arbeitszeiten akzeptieren. Insofern sagen wir ganz klar, wir wollen die Abschaffung des Hartz-IV-Sanktionssystems, die Regelsätze auf 500 Euro zu erhöhen, ist das Mindeste. Und das ist sowohl im Interesse der Erwerbslosen wie der Beschäftigten. Zweitens, wir sind die Partei, die wirklich bis nach oben hat und konsequent und couragiert für eine Umverteilung von Reichtum streitet. Das schlägt sich unter anderem in unseren Steuervorstellungen nieder. Wir wollen zum einen den Spitzensteuersatz auf 53% erhöhen, wobei man sagen muss, wir wollen zudem nach unserem Steuerkonzept, dass Menschen mit zu einem monatlichen Einkommen bis 6.000 Euro besser gestellt werden als heute. Und wir wollen, dass Menschen mit Einkommen über einer Million, das Einkommen oberhalb einer Million mit 75% besteuert wird. Darüber hinaus wollen wir eine Debatte führen und weiter vorantreiben über die Spreizung von Einkommen, über die Begrenzung von Managerngehältern. Weil wir in der Tat finden, man darf nicht nur darüber reden, welche Löhne nach unten sittenwidrig sind, sondern es stellt sich auch die Frage, welche Einkommen bei einer gewissen Obergrenze sittenwidrig sind. Und in öffentlichen Unternehmen könnte man ja zum Beispiel damit anfangen. Nehmen wir mal die Deutsche Bahn AG, um zu verdeutlichen, wie stark die Einkommensspreizung schon gediehen ist in diesem Land. Bahnchef Grube ist bestimmt ein fleißiger Mann, aber er verdient das 86-fache eines Zugbegleiters im Nachtverkehr. Und wie man das 86-fache eines Zugbegleiters im Nachtverkehr leisten kann, das muss uns erst mal jemand erklären. Drittens, wir sind unbestechlich gegen Krieg und Waffenexporte. Wir finden, es muss eine Alternative geben zur Politik der Aufrüstung und zu den Auslandseinsätzen. Und unsere Alternative lautet ganz klar, es braucht einen multilateralen Verzicht auf Waffenexporte. Denn Waffen, Patronen, Raketen, das ist für Kriege ungefähr so wie Benzin fürs Auto. Die Linke kämpft um die Stimmen von all denen, die dieser Gesellschaft eine neue Richtung geben wollen. Und wir treten als gesamtdeutsche Partei an. Richtig ist aber auch, dass wir im Osten besonders stark gewählt werden. Und Hochburgen, das ist nichts, wofür man sich schämen muss, sondern worüber wir uns sehr freuen. Es tut auch der Bundesrepublik Deutschland gut, dass es wenigstens eine Partei gibt, die immer wieder die Interessen der Ostdeutschen auf die Tagesordnung gesetzt hat. Und wir finden, dass die großen sozialen Fragen wie Löhne und Rente im Osten noch mal eine besondere Färbung haben. Wenn man sich zum Beispiel die Branchenmindestlöhne anschaut, 9 von 12 Branchenmindestlöhnen sehen vor, dass der Mindestlohn im Osten deutlich niedriger ist. Besonders bezeichnend ist es im Bereich des Malerhandwerks. Da bekommt ein Ungelernter im Westen genauso viel wie ein Gelernter im Osten. Aber auch bei der Rentenfrage. Im Osten ist der Rentenwert immer noch 12% niedriger als der im Westen. Und insofern sagen wir ganz klar, wir kämpfen für gleiche Löhne in Ost wie West und machen das auch zum Thema im Wahlkampf. Und wir werben dafür, dass der Bundestagswahl im Osten auch eine Abstimmung über die Frage Renteneinheit wird. Ist völlig klar aber ist auch für uns, dass im Ost wie im West die Menschen nicht gut, viele Menschen nicht gut durch die Krise gekommen sind. Soziale Gerechtigkeit macht sich eben nicht allein an Himmelsrichtung fest. Wir haben diesen Wahlprogrammentwurf zuerst
mit aller Gründlichkeit und mit aller Bedacht mit unserem Parteivorstand diskutiert. Wir haben bewusst ein sehr partizipatives Verfahren gelegt, was Debatten im Internet anbelangt, aber auch Regionalkonferenzen, die jetzt anstehen. Und wir haben schon bisher in diesem Prozess die Kunst des Zuhörens, die ja das Motto über unserem 120-Tage-Programm war, auch ergänzt um die Kunst des Mitschreibens und haben das Ganze in eine Erzählung gepackt. Wir gehen in diesen Wahlkampf realistisch, mit viel Realitätssinn. Wir wollen so nah wie möglich an das gute Ergebnis vom letzten Mal kommen. Und wir sagen auch ganz klar, wir ziehen als eine eigenständige Kraft in diesen Wahlkampf. Dort, wohin uns die Wählerinnen und Wähler platzieren, dort werden wir Druck machen. Druck für soziale Gerechtigkeit und für Frieden.